Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Was ist eigentlich das Urteil vom Fasten im Monat Ramadan und für wen ist es Pflicht? Alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Erstmal das Urteil über das Fasten im Ramadan. Es gibt Beweise im Koran und in der Sunna, sowie einen Beweis in der Konsens der Gelehrten der Nation der Muslime. Und zwar sagt Allah Azzawajal in Surat al-Baqarah 183: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Und in einem anderen Versstelle 185 in Baqarah sagt Allah Azzawajal: Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Das erste Vers sagt: O ihr Gläubigen, euch ist das Monat Ramadan Pflicht geschrieben worden, wie das euren Vorgängern. Und im anderen Vers sagt er, wer den Monat trifft, das heißt den Monat Ramadan trifft, der soll fasten. Und Beweis von der Sunna, dass es Pflicht ist zu fasten, sagt alaihissalatu wassalam, Buni al-Islamu ala khamsin, der Islam ist auf 5 Säulen aufgebaut und da zählt er auf Siyam Ramadan, das heißt, dass man den Monat Ramadan fasten soll. Und es gibt Ijma, Konsens, und das ist das dritte Art von Beweis, gibt es Konsens der Gelehrten. Das heißt, alle Gelehrten sind einig, dass das Fastenmonat Pflicht ist und dass das eine Säule, wie heißt das, vom Islam ist. Und wer das verleugnet und ablehnt, das Monat Fasten, das heißt mit Verleugnung, so ist er vom Islam abgefallen. Und dann, was ist dann Hukum, der das weglässt, das heißt, er verleugnet es nicht, aber er fastet nicht. So ist er in einer großen, großen Gefahr. Denn jemand, der die Säule des Islams nicht praktiziert, wird über ihm befürchtet, dass er sehr leicht von Islam abfallen kann. Und es gibt Gelehrten, einige, die sagen, wenn jemand die Säule des Islam weglässt, so ist er kein Muslim mehr. Wir sind der erste Meinung, das heißt, wenn jemand die Säule des Islams weglässt, außer der Schahade, so ist er noch zwar Muslim, aber er ist in großer Gefahr, dass er jederzeit hineinfallen kann. Denn die Leute, die Allah Azzawajal ungehorsam sind, denn die Leute, die auf Allahs Verse sich lustig machen und über den Gesandten lustig machen, über den Islam beschimpfen, sind Menschen, die die Säulen des Islam in meisten Fällen nicht praktizieren. Das heißt, dass er in Kufr hineinfallen kann, ist sehr, sehr einfach. Die Frage, für wen ist es Pflicht? Für jeden Mann und Frau, der die islamische Reifealter erreicht hat, Verstand besitzt und die Kraft dazu hat und einheimisch ist, das heißt nicht auf der Reise ist, sowie von jeder Hindernisse aufgehoben ist, so muss er das tun. Das heißt, jeder Muslim muss fasten, ohne Zweifel, der die reife Alter hat. Und die reife Alter, wird gesagt, ist das 15. Lebensjahr spätestens. Und einige Gelehrte sagen, bei den Mädchen ist es schon das 13. Lebensjahr. Oder es gibt Zeichen, ob jemand die reife Alter bekommen hat, wie zum Beispiel, dass das Bart wächst oder dass zwischen den Beinen Schamhaare wächst. Kann man das feststellen oder im Traum feuchte Träume haben, Al-Ihtilam, dass während des Schlafes die Unterwäsche nass wird. Das heißt, all diese Sache kann man es wissen. Und natürlich bei den Frauen darf die Frau auch nicht Monatsperiode haben, das zusätzliche Bedingung. Und sie darf auch nicht das Wochenbett haben, das heißt, weder Haid noch Nifas von der Entbindung, die Blutung darf nicht da sein. Und natürlich für einen Geisteskranken, das heißt, der geisteskrank ist und seinen Verstand nicht besitzt, ist auch das Fasten nicht Pflicht. Und wir haben gesagt, er muss dazu die Kraft haben. Und die Kraft ist gemeint, das heißt, er darf nicht krank sein. Wenn er körperlich krank ist, das werden wir zwar in den anderen Fragen beantworten, detaillierter, das heißt, die Krankheit nicht besitzt, das heißt, das Fasten darf nicht dazu führen, dass er körperlich noch kranker wird oder in Lebensgefahr hineinkommt. Und dann eine andere Bedingung, haben wir gesagt, ist, dass er einheimisch soll. Das heißt, ein Reisender muss nicht fasten, sondern er muss die Tage dann, wenn er die Tage von Ramadan nicht gefastet hat, weil er auf der Reise war, so muss er die nachfasten.
Und genauso haben wir gesagt, muss auch von anderen Hindernissen fern sein. Das heißt, anderen Hindernissen, und das halt bei den Frauen, wie gesagt, das Haid und Nifas an den Tagen in Ramadan, wo sie die Blutungen hat oder das Wochenbett hat, darf sie nicht fasten, aber muss die Tage dann nachholen. Das heißt, muss diese Tage nachholen. Und dann gibt es immer Leute, die benutzen Medikamente, um halt im Monat Ramadan nicht Blutungen zu bekommen. Das tun bestimmte Frauen und sagen, ja, wir wollen Medikamente benutzen, und damit wir den Monat 30 Tage lang fasten können, und danach soll das Blutung kommen, weil sie wollen halt alle Gebete und alle Nächte voll durchmachen. Wir sagen, wie die Gelehrten es gesagt haben, also wir überliefern, was die großen Gelehrten gesagt haben, wie das Saudi-Arabische Fetwa-Komitee, wo gesagt worden ist, dass das kein Problem ist mit Bedingungen. Das heißt, muss erst mit dem Frauenärztin abgeklärt werden, die Gynäkologin muss das zuschreiben, und auch darf ihr nicht gesundheitliche Schäden passieren. Und das Dritte ist, diese Medikamente müssen nicht unreine Material beinhaltet haben. Das heißt, darf kein Nejis, unreines Material wie Gelatine oder Schwein in diesem Medikament vorhanden sein. Und wenn sie das nicht tut, wäre eigentlich besser, weil Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Frauen sowas nicht empfohlen, auch nicht gesagt. Aber heutige Wissenschaft und Medizin gibt uns halt diese Möglichkeit, dass man die Blutung verspäten kann. Und das ist keine Ernährung, keine Bidda in der Religion. Und das, die Entscheidung liegt bei der Frau selber, ob sie das machen möchte oder nicht. Somit haben wir verstanden, für wen das Fastenpflicht ist. Für den Mann und Frau des Muslims und der die Verstand besitzt, die reife Alter hat, einheimisch ist und befreit ist von jeder Hindernisse. Wer diese Eigenschaften besitzt, er muss fasten und darf das Fasten nicht vernachlässigen. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Und Allah azza wa jalla weiß es am besten.